Das ist der neue Opel Rocks E. Kein Auto. Ungewöhnlich für einen Autohersteller, dass sie kein Auto vorstellen, sondern Mobilitätskonzept. Wir haben euch das Ganze schon auf unserem TikTok-Kanal gezeigt. Da habt ihr das durchaus kontrovers diskutiert. 160.000 Leute haben sich's angeguckt. Viele Kommentare, darunter positive, negative. Ich will heute mal rausfinden, wie viel Auto ist das und hätte ich als 15-Jähriger mir das gewünscht, um zur Schule zu fahren. Los geht's. Automobile Verzichtserklärung oder geniale Idee für die Mobilität in der Großstadt? Auf den ersten Blick hat der Rocks E viel von einem normalen Auto. Lenkrad, zwei Sitze, zwei Türen, vier Reifen. Ein Dach über dem Kopf für beide Passagiere sorgt für trockene, individuelle Fortbewegung. Doch schon bei den Abmessungen, Länge 2,41 Meter, wird klar, Raumökonomie soll für mehr Platz in den Städten sorgen. Als höherwertiges Modell Rocks E Techno kommt er mit auffälligen Farbakzenten. Zeit für den Erstkontakt auf den Straßen in Frankfurt am Main. So, die ersten Meter im Opel Rocks E. Es fällt auf, er ist relativ laut, also im Verhältnis laut. Dieser Elektroantrieb, der dringt schon ordentlich durch, denn im Gegensatz zu einem Auto ist hier natürlich kaum Dämmstoff verarbeitet. 471 Kilo wiegt der Rocks E. Das hat damit zu tun, dass er dann als Leichtkraftfahrzeug zugelassen ist. Ja, und das beinhaltet auch eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h maximal. Und die Möglichkeit, in Deutschland den Rocks E schon mit 15 zu fahren. Voraussetzung: Mopedführerschein. Also erstmal, man sitzt relativ bequem. Es ist super luftig durch diese riesige Glasfront um einen rum. Auch dieses Glaspanoramadach hilft da enorm, dass es hier wirklich hell drin ist, schön gemütlich. Ich kann hier mit meinen 1,91 wirklich super gut sitzen, das fühlt sich gut an, Übersicht ist gut, die Spiegel sind ein bisschen klein, ja, da muss man so ein bisschen mal genauer hingucken. Wenn es im Sommer warm ist, dann kann man diese Scheiben hoch machen und dann kommt hier eine coole Brise rein, super angenehm. Ein Fahrzeug als Zwischenlösung zwischen Bus und Bahn und dem Fahrrad. Ihr habt ja geschrieben bei TikTok in den Kommentaren, dass ihr die Befürchtung hattet, dass der Rocks E ein rollendes Verkehrshindernis ist. Aber das kann ich hier auf den ersten Metern in Frankfurt nicht sagen, also überhaupt nicht sagen. Gerade hier dieses von Ampel zu Ampel, dann ist wieder ein bisschen Stau. Man ist nicht schneller mit einem normalen Auto. Und der Rocks E will ja auch gar nicht mit einem normalen Auto konkurrieren, sondern vielleicht mit einem Fahrrad oder dem ÖPNV oder auch diesen E-Scootern. Seit Juli dürfen jetzt auch 15-Jährige den AM-Führerschein machen. Der reicht für den Rocks E. Zeit für den Außencheck. So, dann gucken wir uns das Ganze doch mal von außen an. Ja, und was auffällt ist, der sieht von vorne und hinten exakt gleich aus. Und man erkennt hier auch so ein paar Opel-Design-Elemente. Also hier haben sie so diesen Opel Wiser, die neue Designsprache, angedeutet. Ja, und warum sieht er von vorne und hinten gleich aus? Kostenersparnis. Also man hat quasi Teile, die man nur einmal designen muss, einmal eine Form gießen muss und schon spart man Kosten. Und das macht sich auch bei den Türen bemerkbar, denn diese Tür geht quasi als Selbstmördertür auf, hinten angeschlagen. Diese Tür hier ist aber konventionell. Und das bedeutet auch, ja, man muss nur eine Tür entwickeln, eine Aufhängung, baut die einmal vorne, einmal hinten an, spart wieder Kosten. Und was auch Kosten spart, ist dieser Außenhaut aus Plastik. Ja, dieses ganze Auto hat einen Stahlrohrrahmen. Außen drauf ist diese Plastikbeplankung. Spart Kosten. Wichtig, damit darf man nicht in die Waschanlage. Also hier ist Handwäsche noch angesagt. Die Ausstattungslinie hier ist Techno, heißt sie. Sind diese gelben Akzente, finde ich, sieht ganz gut aus. Ja, alles im Allen irgendwie ein bisschen wie die Isetta damals. Irgendwie interessant. Ich fahre mal weiter.
Reminiszenz an die Vergangenheit? Nein, der ROX-E ist ein echtes Auto der Gegenwart, das wenige Fragen offen lässt. Die Bedienung hier drin ist natürlich ultra simpel. Also man hat dieses Lenkrad mit so einem Pralltopf. Es gibt natürlich kein Airbag. Also Sicherheitsfeature ist hier der Dreipunktgurt. Das muss ausreichen und ansonsten ist die Bedienung recht überschaubar. Es gibt hier drei Tasten, Warnblinker, Lüftung, Heizung. Es gibt den Lenkstockpegel, wo man den Blinker anstellen kann, wo man auch noch den Scheibenwischer einstellt. Das war's. Und vor allem ist ein Display mit den wichtigsten Anzeigen. Die Preise für den ROX-E starten bei 8.000 Euro. Mit Techno-Ausstattung liegt man bei 8.800. Im Leasing soll er nicht teurer sein als ein Bus-Abo. Gibt's denn auch was zu kritisieren? Ja, wenn man jetzt die Maßstäbe an ein normales Auto herannehmen würde, dann müsste man sagen, ja, diese Materialien hier, Lenkrad oder hier auch in der Türverkleidung, das ist schon echt günstig gemacht. Aber das geben die Opel Dana ja auch wieder weiter an den Kunden. Denn dieses Auto, ich sag Auto, dieses Fahrzeugkonzept ist ja deutlich günstiger als ein Auto. Und deswegen können sie diesen Preis halt realisieren, weil sie eben auch günstigere Materialien benutzen. Nachladen geht auch. Das soll in Deutschland nicht mehr als 2 Euro pro Ladung kosten. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie lädt man denn den ROX-E, weil hier gibt es ja überhaupt keine Ladedose, keine Ladebuchse, ja, da haben die mitgedacht. Und zwar ist das so ein bisschen das umgekehrte Prinzip. Und zwar ist das Ladekabel hier in der Beifahrertür integriert, fest verbaut. Ja, kann man hier an die normale Haushaltssteckdose stecken. Wenn man an einer öffentlichen Ladesäule laden will, dann gibt es hier noch so einen Adapter, finde ich ganz gut gemacht. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre wie bei so einem Staubsauger, wo man so zieht und dass das Kabel dann wieder reinflutscht. Und hier muss man nämlich dann erstmal eine Weile das so reinfummeln. Bisschen nervig. Hab's aber gleich. So, und drin, los geht's. Ein kleines Auto mit kleinen Maßen bringt Vorteile. Querparken ist theoretisch möglich und wuseln durch die Stadt ziemlich einfach. Auch cool ist der Wendekreis, knapp unter 7 Meter und das ist natürlich richtig geil. Also ideal für die Stadt, da kannst du wirklich auf jeder Straße in einem Zug wenden. Thema Infotainment habe ich noch gar nicht angesprochen und das ist tatsächlich total individuell, denn es hängt davon ab, welches Handy man besitzt. Es gibt hier vorne eine kleine Handyhalterung, einen USB-Anschluss auch und man kann eine Bluetooth-Box vorne in den Cupholder stecken und dann hat man die Möglichkeit, dass man hier auch ja, Musik hört. Navigation entsprechend übers Handy, das ist einfach ultra funktional und ultra praktikabel. 6 kW Dauerleistung und 9 kW maximale Leistung sind die Stammtischwerte des ROX-E für die Stadt ausreichend. Vielleicht ist es nicht das perfekte Auto, um über Landstraßen zu fahren, muss man ganz klar sagen. Wenn da einer mit 100 ankommt und man ist dann hier mit 45 unterwegs, das ist natürlich viel zu wenig. Hier ist jetzt so eine Stelle, wo 70 erlaubt sind, dann überholen einen natürlich alle. Und dieses dauerhafte auf dem Fahrpedal stehen, und hier wirklich 45 am Stück fahren, das macht man ja nicht. So, dafür ist er einfach nicht gemacht, sondern es ist wirklich so dieses Auto mitten in der Stadt wohnen, von Ampel zu Ampel, ja, und so entsprechend vorankommen. Dieses Auto passt perfekt in die Zielgruppe, denn es ist richtig digital. Also es gibt nur 1 und 0. Es gibt Heizung an oder aus. Es gibt Fenster auf oder zu. Zu. Das ist wirklich einfach ein digitales Auto im besten Sinne. Zielgruppengerecht aufgestellt und eine echte Alternative zum Moped. Ich glaube, für ländliche Räume ist er eher nichts. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich als 15-Jähriger gesagt hätte, den hätte ich gerne, wahrscheinlich aber auch, weil es ihn damals einfach nicht gab. Au.
Auto, Motor und Sport Channel, der TV-Sender. Jetzt in den App Store und die Auto, Motor und Sport Channel App runterladen.